Wunderschönen guten Morgen erstmal. Heute zeige ich euch meine echte Morgenroutine für einen gesunden und motivierten Start in den Tag. Und natürlich spielt für einen definierten Körper, starke Willenskraft und schnellstmöglichen Muskelaufbau der Morgen eine entscheidende Rolle. Und das beginnt bereits mit dem Wecker. Ja, sobald der Wecker läutet, strecke ich mich kurz und versuche dann direkt aufzustehen, ohne den Snooze-Button zu drücken. Und das ist ehrlich gesagt nicht immer leicht, aber für einen erfolgreichen Tag unglaublich wichtig. Denn so lernen wir Entscheidungen zu treffen und diese dann auch direkt, ohne lange zu überlegen, auch durchzuziehen. Als nächstes mache ich, so wie ich es im Militär gelernt habe, mein Bett. Denn es hilft mir einfach, bessere Gewohnheiten anzunehmen und wenn ich mal einen schweren Tag hatte, an dem mal nicht alles geklappt hat, komme ich abends immerhin zu einem von mir selbst gemachten, schönen Bett nach Hause. So haben wir bereits die erste Aufgabe des Tages geschafft und das löst in uns einen Dominoeffekt aus, sodass wir auch die kommenden Aufgaben automatisch genauso gut meistern wollen. Anschließend ziehe ich eine Trainingshose an, gehe in die Küche und trinke erstmal ein großes Glas Wasser. Das ist enorm wichtig, da wir im besten Fall genügend Schlaf hatten und so circa 8 Stunden nichts getrunken haben und dann ist natürlich der Körper auch dehydriert. Das kurbelt nicht nur den Stoffwechsel an, sondern die Verdauung wird gefördert, der Körper scheidet so besser die Giftstoffe der Nacht aus, die Haut wird schöner und das Immunsystem wird gestärkt. Als nächstes mache ich mir direkt noch ein Glas Wasser und gebe Kreatin hinein, einfach für die Kraftsteigerung und trinke natürlich das Glas Wasser aus und das Kreatin verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Anschließend putze ich mir die Zähne, rasiere mich und sorge für ein gepflegtes Äußeres. Aber vor allem wasche ich danach noch mein Gesicht mit kaltem, erfrischendem Wasser, um einfach richtig wach zu werden. Ja, dann gibt es für mich eine Tasse Kaffee und währenddessen visualisiere ich genau, wo ich in 5 Jahren sein möchte. Beruflich, aber vor allem auch privat. Welche Person mit welchen Charakterzügen möchte ich sein? Wie soll mein Freundeskreis aussehen? Welchen Job möchte ich haben? Wo möchte ich leben? Und so weiter. Ich stelle mir die Lebenssituation ganz genau vor. Dann schreibe ich mir eben 3 Dinge auf, die ich an diesem Tag machen muss, damit ich in 5 Jahren eben da bin, wo ich sein möchte. Denn Freunde, es liegt nur an uns selbst, was wir aus unserem Leben machen. Und wichtig ist noch, dass von den 3 Dingen zumindest eine Sache etwas Menschliches ist. Also eine Sache muss immer etwas Menschliches sein. Aber was meine ich jetzt damit konkret? Zum Beispiel, dass ich mich bei jemandem, der es verdient hat, mal richtig bedanke. Oder was Gutes für die Allgemeinheit mache. Und sei es nur ein Kompliment an den Kellner, die Kassiererin oder den Verkäufer. Das ist ganz wichtig, denn so startet man auch viel positiver in den Tag. Wenn man sich wirklich konkret eine Sache genau überlegt, die man für eine andere Person macht. Und das muss nicht immer etwas Großes sein, das können auch Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel, dass man sich mal wirklich bei jemandem bedankt, zum Beispiel bei den Eltern, bei der Freundin, bei dem Freund, was auch immer. Mir persönlich zum Beispiel ist es extrem wichtig, auch privat im Leben weiterzukommen, meinen Charakter weiterzuentwickeln. Ja, ein guter Freund zu sein zum Beispiel oder ein guter Partner oder auch ein guter Sohn. Also versucht zumindest eine Sache aufzuschreiben, die ihr zum Beispiel bei euch selbst persönlich verbessern könnt. Und dabei ist es ganz wichtig, auch wirklich kritisch mit sich selbst zu sein. Denn sehr oft redet man sich vielleicht ein, dass man nicht so viele Fehler hat und die Fehler möglicherweise bei den anderen liegen. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wirklich eine gute Selbstreflexion ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, versucht auf jeden Fall wirklich selbst euch zu beobachten und zu schauen, welche Fehler habe ich noch, was kann ich besser machen, beziehungsweise was kann ich versuchen besser zu machen, wo kann ich mich noch weiterentwickeln. Und also ich finde bei mir da immer wieder neue Sachen. Also ich habe da schon noch einen langen Weg vor mir. Das ist ganz wichtig, dass ihr das auch am Morgen macht, aber dann geht es auch schon direkt weiter eben mit einem 10 Minuten Morgenworkout. Dabei achte ich vor allem auf eine tiefe Bauchatmung und mobilisiere meinen Körper. Bei meinem 10 Minuten Morgenworkout, das ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke, trainieren wir den gesamten Körper, regen den Stoffwechsel an und ich habe auch Dehnübungen eingebaut, bei denen wir uns nochmal bewusst auf die Atmung konzentrieren. So mobilisieren wir die Muskeln und verbrennen direkt schon Fett. Das Workout ist für mich wirklich so eine Art Meditation, denn nach dem Training fühlt man sich nicht nur physisch, sondern auch psychisch wirklich besser, also man fühlt sich einfach wohl. Danach springe ich unter die Dusche und versuche zumindest am Schluss nochmal kurz auf kalt zu drehen, denn um ehrlich zu sein, dusche ich einfach unheimlich gerne warm. Aber um mein Immunsystem zu stärken und damit ich mich selbst nochmal so richtig aufwecke, drehe ich am Schluss nochmal kurz auf extrem kalt. Danach fühle ich mich richtig wach und fit und ziehe mich an und dann gibt's Frühstück. Und nicht nur irgendein Frühstück, sondern das perfekt ausgewogene Muskelaufbaumüsli. Und zwar mit vielen komplexen Kohlenhydraten, gesunden pflanzlichen Fetten, vielen, vielen Ballaststoffen, Antioxidantien und so weiter. Dafür gebe ich
einfach das Kie in eine Schüssel und vermenge es für gesunde pflanzliche Fette und natürlich auch Proteine mit Almond Butter, also Mandelbutter. Danach gebe ich sehr gerne für komplexe Kohlenhydrate Haferflocken mit rein oder manchmal auch ein Protein-Müsli. Ja, dann kommen noch Cashewnüsse darüber und dann kommen natürlich selbstverständlich auch noch viele Blaubeeren mit rein. Und zu guter Letzt, das ist jetzt ein Geheimtipp, kommt noch ein Organic Detox Supermix darüber. Der besteht zu 100% aus Bio-Zutaten, Freunde, wie Bio-Leinsamen, Bio-Weizengraspulver, Bio-Hanfsamen und so weiter. Da reicht es, wenn wir einfach nur sehr wenig darüber geben, also ungefähr so einen Teelöffel. Ich komme damit auch immer extrem lange aus und man hat da einfach unglaubliche 27 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm. Ja, Freunde, und Ballaststoffe sind natürlich für den Körper extrem, extrem wichtig. Ich verlinke euch gerne die Almond Butter, den Detox Supermix, die Cashewnüsse und das Protein-Müsli auch unten in der Videobeschreibung. Was Supplements am Morgen betrifft, da gibt es für mich nur Omega-3 und Multipert Z. Das war es eigentlich auch schon wieder. Omega-3, weil ich einfach ja zu wenig Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme, weil ich zu wenig Fisch esse und so weiter. Und natürlich auch Multipert Z, weil ich so das Gefühl habe, dass ich oftmals nicht genügend Gemüse esse und damit möchte ich einfach so meinen Vitaminbedarf abdecken. Ja, und vor allem dann, wenn es mal schneller gehen muss und zum Beispiel das Müsli nicht so groß ausfällt oder komplett ausfällt, dann gibt es für mich einen zusätzlichen Proteinshake am Morgen. Wenn ihr euch aber dieses Müsli richtig gönnt, dann braucht ihr keinen zusätzlichen Proteinshake am Morgen trinken. Denn dann haben wir natürlich bereits genügend Eiweiß zu uns genommen. Und logischerweise verlinke ich euch selbstverständlich auch das Omega-3, das Multipert Z und den Proteinshake unten in der Videobeschreibung. Und mit dem Code SASCHA10 bekommt ihr weitere 10% Rabatt auf die bereits günstigsten Supplements im europäischen Raum, also Europas günstigste Supplements. Und ihr kennt mich, weil ich einfach meiner Community so viel wie möglich immer zurückgeben möchte, gibt es mit dem Code SASCHA10 bei Prozis immer die meisten Vorteile und das wird auch immer so bleiben. Das heißt, die meisten Gratisprodukte, jede Woche 100 Euro Gewinnspiele für alle, die bei Prozis mit dem Code SASCHA10 bestellt haben und so weiter. Welche Gratisprodukte das sind, findet ihr natürlich auch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommt noch ein extrem wichtiger Tipp und zwar vor allem in der heutigen Zeit und auch mir persönlich fällt es immer wieder schwer, das durchzuziehen, so ehrlich muss ich sein. Und zwar, checkt euer Smartphone erst nach dem Frühstück aus, ja. Checkt erst dann die Nachrichten. Natürlich braucht man das Smartphone zum Beispiel für den Wecker oder eben für das Workout, das geht in Ordnung. Aber liest nicht die Nachrichten, macht noch gar nichts damit, sondern checkt erst wirklich die Nachrichten und so weiter erst nach dem Frühstück. Denn ansonsten besteht einfach die Gefahr, dass man sich durch das Smartphone fehlleiten lässt und ablenken lässt und natürlich so auch auf andere Gedanken kommt und wirklich den Fokus komplett verliert. Wie bereits erwähnt, auch mir persönlich fällt das extrem schwer, dass ich zum Beispiel, wenn ich den Wecker abstelle, nicht direkt schon die ganzen WhatsApp-Nachrichten lese, denn man sieht es ja auch direkt. Oder wenn ich dann eben mein 10 Minuten Morgen-Workout mache, da gebe ich natürlich auch das Handy hier so auf den Boden und dann muss ich natürlich auch vorher in YouTube reingehen und so weiter und dann neige ich halt auch schon sehr dazu, dass ich dann schnell die Nachrichten lese oder schaue, was gerade so los ist. Aber ich habe es mir wirklich abgewöhnt, das zu machen und es hilft extrem. Man spart sich nicht nur sehr viel Zeit, sondern man zieht seinen Morgen wirklich konkret und strukturiert durch. Ist wirklich nur eine Gewohnheitssache, aber am Anfang überraschend schwer. Also zumindest war es bei mir persönlich so. Man merkt da schon, dass man echt vielleicht schon so eine kleine Sucht zum Smartphone entwickelt hat und das nicht zu unterschätzen. Und das hilft uns natürlich auch nicht mehr so abhängig vom Smartphone zu werden. Das hat extrem viele Vorteile, macht das auf jeden Fall auch so. Kann ich euch zumindest wärmstens empfehlen. Was jetzt noch ganz wichtig ist, macht diese Morgenroutine wirklich nur für euch selbst. Das heißt, auch die drei Dinge, die ihr euch aufschreibt, dürft ihr niemanden verraten. Denn sonst kann es nicht nur passieren, dass ihr durch frühzeitiges Lob zum Beispiel schon die Motivation verliert oder dass man eben für die Ziele, die man sich gesetzt hat, belächelt wird. Denn sind wir uns mal ehrlich, es wird leider immer Leute geben, die euch einreden wollen, dass ihr bestimmte Ziele nie erreichen werdet bzw. nie erreichen könnt. Eine Morgenroutine dauert wirklich nicht lange und man startet so perfekt in den Tag. Also seht ihr, was man alles in so kurzer Zeit erledigen kann. Also ab sofort heißt es, auf den Snooze-Button zu verzichten, denn ich sag mal so, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Darauf gibt's jetzt mal einen großen Schluck Kaffee. Und man darf eins nicht vergessen, was man auch sehr oft vergisst, und zwar, jeder hat eine bestimmte Morgenroutine. Nur ist diese leider sehr oft ziemlich ungesund. Nicht nur für den Körper, sondern vor allem auch für den Geist. Also tut euch selbst etwas Gutes und zieht eine gesunde, motivierende Morgenroutine durch. Denn der Riesenvorteil bei einer Morgenroutine ist einfach, dass es nur am Anfang schwer ist. Aber danach gewöhnt man sich direkt daran und es ist einfach dann nur noch, ja, Gewohnheitssache. Das heißt, man hat sich perfekt an den Tagesablauf gewöhnt und alles funktioniert irgendwie dann
von selbst. Und das macht die Morgenroutine einfach so unglaublich mächtig, weil man dafür eigentlich dann keine Disziplin mehr braucht, sondern man muss einfach nur noch, ja, das machen, was man jeden Morgen macht. Und dann hinterfragt man das Ganze auch nicht mehr, sondern man macht es einfach und dann fällt es auch einem überhaupt nicht schwer. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt würde mich interessieren, wie sieht denn eure Morgenroutine aus? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentarbox. Hoffentlich sieht eure Morgenroutine bald so aus wie meine. Also die muss natürlich auch nicht genau gleich aussehen, sondern ihr könnt natürlich auch eure eigene Morgenroutine entwickeln. Aber schreibt mir jetzt mal gerne eure Morgenroutine in die Kommentarbox und folgt mir auch gerne auf Instagram. Da gibt es auch täglich Motivation, Tipps und so weiter. Aber jetzt lasse ich es auch schon wieder gut sein. Macht es gut, Freunde. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.